Die Entwicklungen im IT-Markt des Gesundheitswesens sind rasant. Zum einen wird sich für den Bürger, den Patienten, einiges ändern. Er ist in der Lage, seine Gesundheitsdaten in Zukunft anders selber zu verwalten. Zum anderen aber sind uns im Bereich der Datenanalyse ganz andere Möglichkeiten gegeben. Das beginnt in den Krankenhäusern selber. Data Analytics, Predictive Analytics sind hier Schlagworte. Die Systeme werden aber nicht nur intelligenter. Sie wandeln sich zu digitalen Ökosystemen, in denen das KISS als Basis in einer eng aufeinander abgestimmten interoperablen Beziehung zu den Subsystemen steht. Die Zeit monolithischer KISS-Anbieter gehört der Vergangenheit an. A KISS is just a KISS, sprich das Krankenhausinformationssystem und die Informationen des Krankenhausaufenthaltes spielen natürlich nur einen Bruchteil der Rolle im Leben eines Menschen oder einer Patientenkarriere. Die Entwicklungen in den USA haben im Bereich der regionalen übergeordneten Versorgung ganz andere Technologieplattformen bereits hervorgebracht, die im Bereich der Gesundheits- und Regionalversorgung entsprechende messbare klinische, aber auch Kosteneffekte erzeugen. Interoperabilität ist das Gebot der Stunde. Das heißt, wir müssen institutionsübergreifend in der Lage sein, sicher Daten auszutauschen. Und dementsprechend setzen wir hier auch auf moderne Kommunikationsstandards wie Smart und FHIR, die das Zusammenspiel größerer und kleinerer Systemlösungen ermöglichen. Künftig wachsen die Komponenten der IT-Infrastruktur und auch der Medizintechnik weiter zusammen. Das erfordert eine ganzheitlichere Betrachtungsweise seitens der Anwender und auch der Hersteller. Deswegen vertraut Cerner auf seine Partner aus Healthcare IT und Medizintechnik. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Partnern zusammen. Konkrete Beispiele sind Imprivata für den Bereich der Zugangskontrolle und Datensicherheit, im Bereich der Medikation, ID und Dosing, die das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit verantworten. Und last but not least zum Beispiel im Bereich der Geräteanbindungen Firmen wie Welch Allyn, die es uns ermöglichen, Vitaldaten direkt in unsere Systeme zu überführen. Wenn ein entsprechender Player wie Cerner in der Lage ist, diese großen und kleinen Anbieter und Partner zu orchestrieren, nimmt das dem Krankenhaus im Bereich Aufwand, Wartung etc. Eine ganze Menge an operationalen Bürden. Insofern gewährleistet ein großer Player die Durchgängigkeit und das Zusammenspiel dieser Systeme. Institutionsübergreifender Datenaustausch wird zukünftig die Versorgung ganzer Regionen verbessern.